Hallo bei Holzwerken TV. Heute geht es um den Werkzeugschrank hier hinter mir. Bei dem sind im Laufe der Jahrzehnte leider sehr viele Einlegeböden zerbrochen. Die will ich reparieren und für mich ist das die beste Gelegenheit, Ihnen vier Methoden zu zeigen, wie man dünne Bretter richtig gut verleimen kann. In meiner kleinen Werkstatt steht ein alter Büroschrank, der für Hobel und so weiter sehr gut geeignet ist. Aber leider zerbrechen da mit der Zeit immer mehr diese Einlegeböden. Die sind aus 6 mm Buche und brechen leider an den Leimfugen immer wieder auseinander. Tja, da geht es nur so, dass man sie wieder verleimt und dafür gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt aber insgesamt, wie man jetzt sehen wird, sehr viel zu tun. Wie immer, wenn man Massivholz verleimen will, braucht man eine sehr gerade Kante für die Leimfuge. Das wird mit dem Hobel erledigt, in dem Fall mit dem Handhobel. Den Vorgang nennt man ja Fügen. Und ich streiche hier mit meinem 605er Hobel mehrmals über die Leimfläche. Der alte Leim muss natürlich weg. Ein etwas längerer Hobel ist dafür sehr gut geeignet. Der Hobel sollte nicht zu kurz sein, weil man sonst Dellen hineinhobelt. Auch beim gegenüberliegenden Brettchen passiert das natürlich mehrmals drüber. Und ich greife hier von oben und unten mit der linken Hand den Hobel, damit ich das richtige Gefühl bekomme. Man übt das sehr schnell ein. So, jetzt noch einmal gucken. Die beiden gefügten Schmalflächen aneinanderlegen. Und da ist noch ein Rest Bauch, der verhindern würde, dass die Brettchen nahtlos aneinander geraten. Also nur die Stelle in der Mitte des Bretts noch einmal und noch einmal leicht abhobeln. Das Ganze wird wieder testhalber zusammengelegt und auch von der anderen Seite kontrolliert. Und wenn alles passt, Strich drauf. Nun hatte ich natürlich nicht nur ein Brett, sondern viele, wie Sie gesehen haben. Also geht es direkt mit dem nächsten Brett weiter. Und so wird gehobelt und angezeichnet, bis alle Bretter perfekt gefügt sind. Egal wie wir es später spannen, zunächst muss erstmal Leim auf die beiden Schmalflächen. Ich verwende hier ganz normalen Weißleim. Der reicht für diese Belastungsart völlig aus. Und ich streiche das Ganze mit einem schmalen Pinsel auf die Leimflächen. Ich benutze übrigens einen sogenannten Leimboy. Das ist dieser weiße Kasten, der durch seine geschickte Gestaltung immer es ermöglicht, dass der Leim immer auf dem gleichen Pegel steht, sodass ich immer was zur Verfügung habe. Das ist viel praktischer als eine Leimflasche für dich persönlich. Jetzt geht es an die erste Verleimsituation. Ich habe hier ein weißes Kunststoffbrett hingelegt. Kunststoffbeschichtet ist deshalb gut, weil dort Leim nicht drauf haftet. Also für viele Verleimungen ist das der passende Untergrund. Das Brettchen bringt eine gewisse Erhöhung, sodass ich jetzt Schraubzwingen ansetzen kann. Der erste Test, dünnes zu verleimen, also mit dünnen Schraubzwingen. Und weil ich weiß, dass sich die Brettchen jetzt schon aufstellen werden, stelle ich erstmal direkt einige Gewichte drauf. Die zweite Schraubzwinge kommt ins Spiel. Und hier sieht man schon, dass sich diese kleine rote runde Druckplatte schräg stellt. Und das ist das Problem bei dieser Art zu verleimen. Der Druck kommt nicht rechtwinklig auf die Leimfläche und jetzt sieht man, was passiert, wenn ich das Gewicht entferne. Die Leimfuge springt auf. Also das ist keine Methode, die ich empfehle. Die erste Variante, die man empfehlen kann, ist die Verwendung von Korpuszwingen. Die sehen wir hier im Bild. Das sind im Prinzip normale Schraubzwingen, die aber so zwangsgeführt sind, dass sie wirklich sich parallel verschieben und da kein Kippeln entsteht und auch keine schräge Druckausrichtung. Die belangten Brettchen werden eingelegt, ein bisschen überschüssigen Leim nochmal entfernen, genau. Und dann werden sie einfach eingelegt. Man kann dann die Schienen, wenn man das viel macht, noch mit etwas Klebeband gegen den Leim schützen. Dann muss man hinterher nicht so viel reinigen, kann man machen. Und jetzt ziehe ich hier die erste Schraubzwinge an. Man sieht, nichts stellt sich auf. Hier verwende ich mäßigen Druck über allen Verleimsituationen, die wir noch sehen werden. Das reicht für diese kleine Leimfläche auf jeden Fall aus. Die größte Zwinge, die wir in der Werkstatt haben, ist die Hobelbank. Und die kann man auch sehr gut zum Verleimen von dünnen Teilen einsetzen. Das Ganze verlässt sich auf die Bankhaken. Da sitzt einer in der Vorderzange und dort. Dagegen wird ein großes Brett gelegt und um die Hobelbank zu schützen, habe ich hier zwei Streifen Klebeband aufgetragen. Brettchen einlegen.
Und dann kommen zwei weitere Bankhaken hinten in den hinteren Bereich, um den Druck richtig aufzunehmen. Das Ganze braucht noch eine stabile Leiste, um die Kraft zu übertragen. Und dann kann man mit mäßigem Druck erneut die Spannzange zuziehen. Und hier stellt sich nichts auf. Der große Nachteil bei der Methode ist allerdings, die Hobelbank ist danach recht lange belegt, bis der Leim abgebunden hat. Diese Methode hat diesen Nachteil nicht. Sie können sich problemlos mehrere solcher Bretter herrichten, Klebeband drauf gegen den Leim und dann zwei stabile Leisten anschrauben. Der Abstand dieser Leisten entspricht der Werkstückbreite plus ein bisschen Luft. Wenn Sie immer die gleiche Werkstückbreite haben, zum Beispiel bei Schubkastenseiten, ist das gar kein Problem. In meinem Fall muss ich häufiger wechseln, weil meine Werkstücke verschiedene Breiten haben. Und diese Methode setzt ganz stark auf Keiler als Spannmittel. Zunächst wie immer das Leimen, immer gleich sorgfältig, immer gleich wichtig. Und dann ist es eigentlich recht einfach, diese Vorrichtung zu verwenden. Werkstück einlegen. Und an einer der Leisten anlegen. Und dann kommen die Keile ins Spiel, immer paarweise. Die habe ich vorher in der Bandsäge geschnitten, haben entsprechend die gleiche Steigung und dann feste Pressen. Bei diesem Werkstück ist es nur nötig, mit zwei Keilpaaren zu arbeiten. Bei längeren Werkstücken wären es natürlich 3, 4, 5 Keilpaare. Aber das ist eine wunderbare Möglichkeit, um effektiv und leicht etwas zu pressen. Die Methode mit den wenigsten nötigen Hilfsmitteln ist jetzt diese. Sie brauchen dazu nur eine Rolle mit stabilem Klebeband, am besten durchsichtiges Klebeband, damit Sie weiter die volle Kontrolle haben. Noch im trockenen Zustand kleben Sie auf eine Seite der beiden Werkstücke einen Streifen Klebeband, erst auf einem Werkstück, dann pressen Sie beides fest aneinander und dann geht es rüber auf die zweite Seite. Und so haben Sie so eine Art Scharnier, kann man ganz gut sehen, und in dem Zustand wird das Ganze jetzt beleimt. Das Ganze lässt sich jetzt auseinanderklappen wie ein Buch und die beleimten Flächen kommen zueinander. Was Sie jetzt noch brauchen, ist ordentlich Druck, in dem Fall genauer gesagt Zug. Ich habe dafür Klebestreifen schon mal hier vorbereitet. Ich klebe jetzt auf das eine Brettchen diesen Klebestreifen richtig fest und dann mit ordentlich Zug rüber auf die andere Seite und anpressen. Das Ganze natürlich nicht nur einmal, sondern ein weiteres Mal. Es hilft dabei übrigens auch über die Kante zu kleben, weil das Klebeband dann auch deutlich besser hält. Und dann wieder mit Zug herüber auf die andere Seite und festkleben. Ordentlich andrücken. Und an einer dritten Stelle wieder auf der einen Seite über die Kante und dann jetzt mit ordentlich Zug herüber über die Kante. Und so habe ich eine gut haltende Verbindung. Ich kann das Brettchen jetzt einfach so weglegen, trocknen lassen. Und nach einigen Stunden habe ich eine sehr gute Verleimung von dünnen Teilen. Wenn dann der Leim entfernt ist und alles nochmal geschliffen ist, habe ich wieder hergestellte Einlegeböden. Und natürlich würde man heute dünne Dreischichtplatte verwenden, um das Zerbrechen zu verhindern. Aber für so einen historischen Schrank finde ich so eine kleine Maßnahme gerade richtig. Und für Sie war es gerade gut, um zu sehen, wie man dünne Sachen auf 4 verschiedene Arten verleimen kann. Ich hoffe, Sie haben Erfolg damit und sage bis zum nächsten Mal bei Holzwerken TV. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, so geben Sie uns doch gerne einen Daumen hoch. Hier unten können Sie auch gleich den ganzen Kanal von Holzwerken TV abonnieren, um nichts zu verpassen. Oder Sie bleiben am besten gleich dran. Hier links gibt es noch jede Menge gute Filme.